Viele Menschen sehnen sich nach einer erfüllenden Partnerschaft. Doch Beziehungen scheinen heute so schwierig wie noch nie zu sein. Woran liegt das? Früher wurden alle Beziehungen nach einem einfachen Schema gelebt. Einer war oben und einer unten. Zum Beispiel Mann oben und Frau unten. Genauso war es mit Lehrer und Schüler, Chef und Mitarbeiter, Eltern und ihren Kindern. Dieses Modell hatte durchaus Vorteile. Zum Beispiel, wenn es zu Konflikten kam. Hier war ganz klar geregelt, wessen Bedürfnisse Vorfahrt haben. Die untenstehende Person hatte sich schlicht damit abzufinden. Heute haben wir ein anderes Beziehungsideal. Wir wünschen uns Beziehungen auf Augenhöhe, vor allem in unseren Partnerschaften. Eine wunderbare Idee und sie funktioniert ja auch ganz ausgezeichnet. Naja, zumindest solange beide einer Meinung sind. Aber was ist, wenn es hier zu Konflikten kommt? Wenn das, was sie möchte, nicht zu dem passt, was er sich wünscht? Die Machtwippe beginnt hin und her zu schaukeln. Ein Machtkampf entsteht. Wir greifen unbewusst auf das einzige Konfliktlösungsmuster zurück, das wir kennen, da uns für Beziehungen auf Augenhöhe schlicht die Vorbilder fehlen. Die gute Neuigkeit ist, Beziehung kann man lernen. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ich habe ein Buch darüber geschrieben. Beziehungsweise. Beziehung kann man lernen. Mit vielen Übungen, Praxisbeispielen und Reflexionsfragen. Absolut lesenswert, schrieb dazu das Prisma-Magazin. Ich habe noch nie ein Buch von solcher Klarheit, Einfachheit, Weisheit und Visionskraft gelesen, schrieb Oliver Bartsch, Redakteur von Sein Online. Beziehungsweise sollte Standardwerk werden, schrieb ein Amazon-Rezensent. Dieses Buch ist ein Augenöffner, hundertprozentige Empfehlung, schrieb der Buchautor Salim Matthias Rieck. Neugierig geworden? Du bekommst das Buch über meine Internetseite www.vivianditmar.net oder bei deinem Buchhändler.